Besondere an unserer Schule ist, dass wir einfach eine Förderschule sind. Alle Lehrer bemühen sich, ihr Allerbestes zu geben. Wir müssen noch mal mehr als die reguläre Schule darauf achten, dass wir jedes Kind da abholen, wo es steht. Wir haben Schüler im Bereich Lernen, wir haben Schüler, die im Bereich Sprache gefördert werden müssen und aber auch emotionale, soziale Entwicklung. Was uns auszeichnet, also diese Vielfältigkeit, die wir einfach haben, diese Offenheit, das ist nicht selbstverständlich. Jeder darf so sein, wie er ist. Nur über Wertschätzung und über Bekanntheit kann sich sozusagen auch eine Offenheit entwickeln. Man begegnet sich auf Augenhöhe in vielen Momenten, in vielen Situationen, im Unterricht oder halt auch im Schwimmen. Wir sind mit im Wasser drin. Wir teilen grundsätzlich meistens in zwei Gruppen ein. Eine etwas schwächere Gruppe, die auch mehr Lehrkräfte bekommen zur Aufsicht und zur Unterstützung. Und die besseren, die weniger Lehrkräfte brauchen, mit denen man dann weiterführende Sachen üben kann, wie reinspringen, wie auch mal etwas herausfordernde Sachen, wie Tauchen an einer Stange runter oder Seemannsköpper. Das, was wir versuchen durch alle Klassen, beim Unterricht oder halt auch im Schwimmbad, das ist eine ganz klare Struktur, die gleichbleibend ist. Das bringt eine riesige Sicherheit für die Schüler. Eine gewisse Form von Durchhaltevermögen, was ich schon beim Schwimmen, beim Bahnziehen trainiere, brauche ich auch in Unterrichtssituationen, nämlich einfach mal eine Arbeitsphase durchzuhalten. Mich Dinge zu trauen, den Mut zu haben, ins Wasser zu springen, ganz einfach gesagt, ist es auch gleichwohl den Mut zu haben, vor einer Klasse zu stehen und ein Referat zu halten, mich dort selber zu präsentieren quasi. Ne? Also diese Dinge wirken sehr gut aufeinander und gerade die Skills, die quasi beim Schwimmen trainiert werden, können sich unheimlich gut auf die gesamte Schülerpersönlichkeit auch in allen anderen Unterrichtssituationen auswirken. Das ist immer wieder zu sehen. Wenn man einen Schüler aus dem Schwimmen kennt und weiß, dass der gerade irgendwas Besonderes da gemacht hat und das kommunizieren wir Lehrer alle weiter, wenn wir vom Schwimmen zurückkommen, dann kann man mit diesen Informationen die beim nächsten Mal ansprechen, wenn es bei Mathe oder Deutsch nicht so klappt und sagen, hör mal, da hast du auch lange für gebraucht, hast lange auf dem Böckchen gestanden und am Ende hat es geklappt und wenn du hier jetzt das, genau den gleichen Eifer einsetzt, dann klappt das auch mit dem Rechnen. Meine erste Reaktion, als wir den Förderpreis erhalten haben, war, dass ich es nicht glauben konnte. Das, was für uns alltäglich ist, unser Schwimmunterricht, führt zu diesem tollen Preis. Zweite Reaktion bei mir war ein gewisses Gefühl von Stolz für die tolle Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen, die jede Woche diesen Schwimmunterricht machen. Ich war absolut sprachlos. Hab mich sehr, sehr darüber gefreut, vor allen Dingen, weil ich vorher mich gar nicht so richtig informiert hatte. Und dass es dann wirklich der erste Platz geworden ist, ja, damit hätten wir gar nicht gerechnet, sondern uns war eigentlich wichtig so, liebe Stadt, guckt mal, was wir machen und vielleicht kriegen wir ja noch mal ein, zwei oder sogar drei Schwimmzeiten, wie uns jetzt zugesagt worden ist. Der Förderpreis bestätigt uns letztendlich in dem, was wir im Alltag, hier im Schwimmalltag machen, bestätigt die gute Arbeit. Und zeigt auch nach außen noch einmal mehr, wie wichtig und wertvoll es ganz besonders für unsere Schülerinnen und Schüler, diese gute und intensive Schwimmausbildung genießen zu dürfen.